flach geht's weiter mit dem nächsten Segelradio hier, denn ich sitze hier im Hamburger Hafen an Bord der, ja, sie heißt noch anders, aber sie wird heißen Tadorna Kabira. Und wenn man Tadorna hört und ein bisschen in der Szene sich auskennt, dann weiß man auch, wer mir gegenüber sitzt. Ich bin hier auf dem neuen Schiff von Bastian Haug. Erstmal hallo. Hallo. Schön, dass ich hier die Gelegenheit habe, nochmal mich mit dir zu unterhalten. Ich wollte gerade sagen, das Boot kennst du ja schon ganz gut. Das Boot kenne ich schon ein bisschen, genau. Ja, wir haben es ja zusammen aus England hergeholt. vielleicht hat der ein oder andere es auch mitbekommen, du hast ein neues Boot, das ist auch ein bisschen größer und ein bisschen anders ein bisschen. Als Tadorna. Stahl? 15 Tonnen. Was hat dich bewogen zu einem Stahlboot 15 Tonnen? Ja, manchmal weiß ich das auch nicht. Es ist in der Tat ein ziemlicher Bruch, ein ziemlicher Schritt, ob nun nach vorne oder quer, lasse ich mal dem Zuhörer die Einordnung. Ich fange mal vorne an. Also gesucht habe ich schon länger, schon seit ein paar Jahren. Wer mein Buch kennt, Raus ins Blaue, dem war eigentlich klar, dass als Nachfolger von Tadorna irgendwann nur ein Schiff in Frage kommt, nämlich Tadaima, unser Familienschiff. Dieses Schiff befindet sich leider seit ein paar Jahren nicht mehr in der Familie. Und damit war für mich klar, irgendwann muss es vielleicht doch mal irgendwas anderes sein. Auslöser war auch, dass ich ja mal überlegt hatte, mit Tadorna Richtung Nordkap aufzubrechen. Das ist aus mehreren Gründen nie passiert. Ein Grund war, dass ich auf dem großen Walross den Südpazifik kennenlernen durfte und dort auch gesehen habe, was 12 Beaufort und 15 Meter Wellen bedeuten können. Die habe ich jetzt nicht unbedingt auf dem Weg zum Nordkap erwartet, aber ich habe dann auch mal aus etwas anderer Perspektive und mit etwas anderer Erfahrung auf mein kleines Boot geguckt und habe mir überlegt, dass es mit so einem inzwischen bald 60 Jahre alten Folgeboot vielleicht nicht die beste Idee ist, zum Nordkap zu segeln. Ja, und dann fing die Suche an. Das war keine aktive Suche. Ich habe auch nie gesagt, ich möchte jetzt ein 15 Tonnen, 40 Fuß Stahlschiff kaufen mit allem Pipapo, sondern das ist so das typische Suchprozedere, wie das, glaube ich, ganz viele von deinen Zuhörern hier im Segelnradio kennen. Man klickt mal hier und guckt mal da und immer mal wieder und hier mal eine Anzeige, da mal ein eBay-Inserat, da mal irgendwas auf einer Plattform. Und so nach und nach formen sich so Vorstellungen, was man gut findet. Und bei mir kam was anderes dann auch dazu. Ich habe gleichzeitig auch nach einem Boot gesucht, was irgendwie so ein bisschen so eine Art zweiter Wohnsitz sein könnte. Damit war dann auf einmal klar, das geht also nicht mehr nur um schön und schnell segeln, sondern es geht auch doch um so Sachen wie Stehhöhe, was mir auf Tadorna nie in den Sinn gekommen wäre. Es geht auf einmal doch um so Sachen wie Toilette wäre auch nicht schlecht und eine Heizung. Du hast sogar eine Dusche. Ich habe sogar eine Dusche. Die habe ich heute in der Tat zum ersten Mal ausprobieren wollen. Das war nicht so ganz von Erfolg gekrönt. Das Wasser war entweder richtig kalt oder richtig heiß. Irgendwo dazwischen liegt die goldene Dusche. Aber das heißt, du hast nicht nur eine Dusche, sondern du hast auch einen Warmwasserbereiter dafür. Ja, ja, ja. Ich habe hier, ich glaube, 40 Liter Warmwasser kommt direkt aus dem Wasserhahn. Ein Wohnschiff. Ein Wohnschiff, ja. Aber dazu muss man sagen, es ist ja, also vielleicht beschreiben wir das Schiff mal. Es ist ein klassischer Wandestadriss, Baujahr 98, also gar nicht so alt. Ursprünglich gebaut für eine Expedition in die Arktis. Der Erbauer wollte damit in die Arktis sich dort einen Winter einfrieren lassen und an Bord überwintern. Dementsprechend hatte dieses Schiff ursprünglich 3000 Liter Dieseltank und noch so ein paar andere Sperenzchen. Viel von der Arktis-Expeditionsausrüstung ist tatsächlich noch an Bord, insbesondere außenrum. Also wenn man sich die Dimension von Rigg und Wanten und überhaupt die Kutterbesegelung und Co. anguckt, das ist alles mindestens eine Nummer größer, als es sein müsste. Auch die Rumpfplatten an sich sind alle mindestens einen Millimeter dicker, als man das von einem Schiff dieser Größenordnung erwarten würde. Da kommen dann auch die 15 Tonnen zusammen. Da kommen auch die 15 Tonnen her. Da kommt auch der Schwenkkiel her, den hatte er vor, komplett einzufahren. Dieses Schiff kann also trocken fallen, hat eigentlich 2,80 Meter Tiefgang, aber mit aufgeholtem Kiel nur noch 1,10 Meter, was ich toll finde, weil damit kann ich in jeden kleinen dänischen Hafen, genauso wie mit Tadorna. Aber innen ist das Schiff vor knapp 10 Jahren komplett neu um- und ausgebaut worden von
dem, von dem ich es jetzt gekauft habe, ein ehemaliger Chefingenieur eines britischen Atom-U-Boots, der sich hier erstmal technisch ausgelassen hat. Man sieht das ein bisschen an den Schaltern, wenn man so im Schaltpanel da hinten guckt. Das ist alles ganz solide Elektrotechnik. Es ist sehr grundsolide, was die Technik angeht, und es ist auch sehr grundsolide, aber auch sehr luxuriös, was den Innenausbau angeht. Alles in Teak. Und alles sehr gemütlich mit großem Sofa, relativ wenig Platz zum Schlafen, auch kein Platz für irgendwie 6 oder 8 Personen, sondern vorne ein kleines Vorschiff, hinten eine kleine Achterkajüte, aber ein großer Salon mit großer Küche und einem Badezimmer. Also wenn du das Vorschiff von Tadorna kommend klein nennst, dann ja gut. Kleiner Tanzsaal da vorne. Also wie gesagt, ich habe dieses Schiff gar nicht so ganz bewusst gesucht, sondern es poppte im Sinne dieser eher sporadischen Zufallssuche irgendwann auf und ich habe mich irgendwie verliebt. Und es hat dann etwas länger gedauert, was auch an finanziellen Fragen hing, aber der Brexit hat dann geholfen. Und dann habe ich nochmal gut nachverhandelt und ja, jetzt... Wie hilft einem der Brexit beim Bootskauf? Schiffe in England sind einfach gerade unheimlich günstig, weil das Pfund so stark runtergegangen ist. Ja. Also wer gerade ein gutes Schiff sucht, sollte in England gucken. Das wäre mal eine Überlegung wert, aber da kommen wir vielleicht später nochmal zu. Wir haben das Schiff ja dann aus England hierher geholt. Genau. Also du hast das da mit dem letzten Eigner noch ein Stück gesegelt erstmal. Das Schiff lag in Falmouth und Plymouth immer abwechselnd. Dort war ich zweimal, einmal letztes Frühjahr, also Frühjahr 2017, dann nochmal kurz nach Ostern zum Probesegeln und war dann aber dieses Jahr mit Tadorna unterwegs und hat ihm also gleich gesagt, also wenn wir uns jetzt hier einig werden, ich komme nicht im Frühjahr, um das Schiff zu holen, sondern frühestens im Herbst, weil diesen Sommer will ich nochmal Tadorna segeln, also Folgeboot Tadorna. Und darauf hat er sich eingelassen. War dann selber im Sommer nochmal unterwegs und ich bin dann mit ihm Mitte Oktober von Plymouth nach Southampton gesegelt. Ja, und da haben wir uns ja getroffen. Da hatte ich dich ja vorher angerufen, genau. Nach dem Motto, Hinak, ich habe da ein Problem. Ich habe ein neues Boot und das ist ganz schön groß. Ich könnte ausnahmsweise mal eine zweite Hand gebrauchen. Genau, das ist natürlich so ein Ding. Ich meine, du bist ja eigentlich eher so als Einhandsegler bekannt. Wir haben uns ja schon mal unterhalten über deine, über die Reisen, die dann auch zu deinem Buch Raus ins Blaue geführt haben. Das war im Segelradio, jetzt muss ich lügen, Nummer 3 war das, glaube ich, 2012 oder so muss das gewesen sein. Her, ja. Da hattest du schon mal über die Reisen mit Tadorna erzählt. Wie gesagt, eigentlich überwiegend Einhand. Das Schiffchen hier ist aber jetzt doch auch alleine eine kleine Herausforderung, ne? Ja, also das Schiff ist ausgerichtet auf Einhandsegeln und natürlich sind 15 Tonnen bei 12 Meter was anderes als 2,5 Tonnen auf 7,60 Meter. Aber ich war ja auch mit dem Walross unterwegs, auch nie Einhand, sondern natürlich immer mit großer Crew. Also das Schiff an sich, die Größe an sich, macht mir jetzt keine Sorgen. Auch das Einhandsegeln mit diesem Schiff wird sich lernen lassen. Aber es ist erstmal eine Herausforderung. Mein Grund, dich anzurufen, war vor allem darin begründet, ich kenne den englischen Kanal nicht besonders gut. Ich bin da einmal durch und mit einem Schiff, das man bisher nicht wirklich kennt, direkt single-handed durch den Kanal bis nach Hamburg und das Ende Oktober. Ich hätte das auch gemacht, aber mir war mit dir zusammen das doch sehr viel lieber und wir hatten ja auch viel Spaß. Wir waren ja auch nicht nur zu zweit, ne? Wir wollen jetzt ja hier nicht die restliche Besatzung unter den Tisch fallen lassen. Stimmt. Wir haben ja hier eine richtige Herrentour gemacht. Wir hatten viel Spaß. Ulf und Jan, die einigen von meinem Film von damals vielleicht auch noch in Erinnerung sind, absolute Nichtsegler, die ich damals von Höger Küsten mit nach Orland genommen habe auf Tadorna, die da schon ihre erste Feuertaufe sozusagen bestanden haben, haben jetzt die zweite bestanden im Solent. Im Solent und vor allen Dingen aber auch, wie du schon sagtest, ich meine im Oktober, das war schon, als du mich angerufen hast und gesagt hast, ich habe da ein neues Schiff und ja, das müssten wir jetzt mal irgendwie, kannst du das mitmachen, dass wir das aus England nach Hamburg bringen und da ich dann so, ja, unbekanntes Schiff, Oktober, Nordsee, das ist eigentlich so genau das Richtige, was man machen sollte, zumal ja auch wir
beide das Schiff ja eigentlich noch nicht kannten. Du hattest es zwar schon ein bisschen gesegelt mit deinem, mit dem Vorbesitzer zusammen, aber ja auch jetzt nicht, dass du irgendwie alles aus dem FF schon kanntest hier. Insofern war das schon ein bisschen abenteuerlich. Naja, ich wusste, aber, dass das Schiff von der Grundsubstanz, ja, und von der Ausrüstung und Co. ist es ja wirklich über alle Zweifel erhaben. Also man muss sich mit diesem Schiff da keine Gedanken machen. Allerdings sind wir ja auch genau zwischen diesen zwei Sturmfronten dann durchgerutscht. Das hätte auch anders sein können. Trauma, ich will gerade, wie sie hier, Ophelia, genau. Ophelia, dieser Sturm Ophelia, der genau. da von hinten im Anrauschen war und immer so auf der Wetterkarte immer so hinter uns sind jetzt 50 Knoten Wind und wir dümpelten also wirklich in gemütlichstem Wetter. Also ich muss gerade sagen, wir können uns nicht beschweren. Wir sind Ende Oktober unter wirklich Traumbedingungen, meist nur mit Yankee oben, ja, und Windsteueranlage oder Selbststeueranlage an, da rübergerutscht, ohne eigentlich einmal die Pinne anzufassen, und es war jetzt nicht... es war zwar ein Männerturn, aber die harte Tour war es wirklich nicht. Wir haben viel Spaß gehabt. Aber man weiß das ja vorher nicht, ne? Genau. Du hast wahrscheinlich jetzt ein bisschen was Neues vor mit dem Schiff. Also ich nehme mal stark an, Nordkap steht jetzt wieder ein bisschen weiter oben auf dem Programm. Ich sage dazu im Moment nicht viel, weil wirkliche Pläne habe ich nicht. Ich habe das Schiff nicht gekauft mit einer Mission im Kopf. Ich habe auch Tadorna damals nicht gekauft mit der Idee, ich segel jetzt rund Ostsee. Hm. Das wird sich genau wie bei Tadorna damals mit diesem Schiff irgendwann auch ergeben. Im Moment bin ich total glücklich, seit 3 Monaten in Hamburg zu leben, zumindest halb. Und hier mitten im City-Sporthafen mit Blick auf die Elbphilharmonie jeden Morgen zu den Haufen-Rundfahrt, ja, Gesängen aufzuwachen. Mein größter Favorit, wie gesagt, im Winter ist immer, wenn er dann da oben steht und dann Haufen-Rundfahrt. Rechtzeitig zum Sommerschluss. Letzte Gelegenheit vor der Sommerpause. Genau, den bringt er immer noch. Ja, also ich genieße es im Moment einfach hier zu sein. Ich war Silvester über hier in Hamburg an Bord, ja, was ein absoluter Traum war. Also das Hamburger Feuerwerk hier von Bord aus mit zwei Freunden zu Ja, da muss man wissen, also der City Sporthafen liegt ja direkt an der Elbe logischerweise unterhalb der Landungsbrücken. Also es ist eine Riesenpromenade hier in Hamburg, wo oben dann auch die Bahn lang fährt. Und das ist so in Hamburg ja mehr oder weniger die große Silvestertradition. Also halb Hamburg kommt auf diese Promenade Silvester, um hier irgendwie Silvester zu feiern. Und ich erinnere mich, als ich das hier überwintert hatte mit Paulinchen damals, da war das auch, da lag man hier und dann war man hier unten irgendwie so mit 10, 20 Leuten auf dem Steg und also um einen rum das Gefühl, irgendwie Millionen Menschen, die da irgendwie, genau, am Feiern sind. Das war schon sehr gut. Ne? Also man steht hier wirklich auf seinem Boot im Cockpit oder auf den Stegen. Wir haben natürlich, es sind einige, die hier über Winter an Bord festleben oder ihr Schiff halt noch im Wasser haben und dann extra gekommen sind mit ein paar Gästen. Aber wir waren auf den Stegen hier keine 100 Leute, ja, und da oben drängte es sich dicht an dicht. Ja. Ich habe mich teilweise gefragt, wie man da überleben kann, wie die da Raketen geschossen haben. Aber hier steht man ganz entspannt, trinkt seinen Sekt. Und das Tollste ist, wenn es dann so 20 nach Mitternacht im neuen Jahr so langsam vorbei ist, dann müssen die armen Leute da oben ja über überfüllte U-Bahn oder durch Stau und Co. in der Kälte, durchnässt vom Regen, alle noch wieder nach Hause. Wenn sie denn überhaupt in die U-Bahn kommen. Wenn sie überhaupt reinkommen. Man sieht ja die U3 immer längs fahren, ja, da oben, und teilweise ist die gar nicht mehr angehalten, weil da waren so viele Menschen wie in einer Sardinenbüchse drin, das geht gar nicht. Ja. Und wir sind dann irgendwann ganz gemütlich die 3 Niedergangsstufen hier runter, und hier unten stand der heiße Kaffee schon bereit und die Berliner auf dem Tisch, und dann saßen wir hier in meinem schönen Salonsofa, und das war doch nett. Sehr schön, sehr schön. Wir hatten ja einen kleinen Termin, als wir hergekommen sind. Ne? Wir sind ja nicht aus Langeweile mit dem Ziel nach Hamburg zu fahren, sondern wir sind ja hergekommen zur Hanseboot. Die letzte Hanseboot ist vorbei. Irgendwie fühlt sich das immer noch ein bisschen komisch an, oder? Ja, das Schild steht da oben immer noch. Also jeden Morgen, Mittag und Abend, wenn ich hier mit Jamaika, mit meinem kleinen Bordhund Richtung Promenade laufe, die Schräge da hoch, steht da immer noch in Hamburg, sagt man Tschüss, und daneben das Hanseboot-Logo. Ja. So ganz glauben kann ich das ehrlich gesagt immer noch nicht. Ja. Auf der Messe kochte ja auch die Gerüchteküche in alle Richtungen hoch und wieder runter. Schauen wir mal. Ich weiß, dass ich im Mai erstmal auf der Ancora Boat Show bin. Das ist ja auch Hanseboot. Die findet weiterhin statt. Hanseboot, Ancora Boat Show, genau, in Neustadt, ja. Die wird es weiterhin geben oder soll es zumindest weiterhin geben. Ja. Und was dann im Herbst in Hamburg passiert oder nicht passiert. Also ich war überrascht. Mal. Also selbst die Facebook-Seite der Hanseboot ist ja umbenannt worden in Hanseboot, Ancora Boat Show. Mittlerweile. Also das, da weißt du mehr als ich. Von Seiten der Messe meinen die das wirklich ernst? Also das ist keine Frage.
Ja, also ich kann es mir irgendwie noch nicht vorstellen, dass die Stadt Hamburg freiwillig auf dieses über Jahrzehnte eingeführte Label Hanseboot verzichten möchte, aber wir werden sehen. Liegt nicht in unserer Macht. Nee, liegt nicht in unserer Macht, das stimmt wohl, aber manchmal man wundert sich manchmal ein bisschen. Ja, das ist vielleicht richtig, aber gut. So ist es. Aber wir sind, wie gesagt, deswegen hergekommen, weil wir gesagt haben, wir machen das ganz stilvoll, wenn wir schon zur letzten Hanseboot dann segeln wir hier auch hin und das haben wir gemacht. Das hat auch richtig Spaß gemacht und wir waren rechtzeitig hier und hatten dann auch viel Spaß auf der Messe. Das klappt jetzt in 2 Wochen leider nicht. Dass wir viel Spaß haben? Doch, wir werden sehr viel Spaß haben. Ja, nur hinsegeln wird schwierig. Nee, hinsegeln wird gut. Also nächstes Jahr können wir das vielleicht, ich meine, ich weiß nicht, wie das bei dir aussieht, im Rhein hochfahren. Weil, wie gesagt, Kiel hoch, 1,10, ja. Einmal tanken. Ja. Ja. Ich habe immer noch 600 Liter Dieseltank an Bord, die anderen sind rausgeflogen. Machst du auch ein bisschen Strom gegen an, ne? Jo. Also, das müsste man mal ausrechnen, ob das klappt. Nein, also wer es noch nicht ganz durchschaut hat, wir haben jetzt ja mittlerweile Januar und es ist nicht mehr in 2 Wochen, es ist tatsächlich schon nächste Woche übrigens. Zeit rennt. Ist in Düsseldorf die, ja, kann man glaube ich sagen, weltgrößte Wassersportmesse nach wie vor, die Boot. Und da werden wir natürlich auch hingehen. Wie gesagt, nicht mit dem Boot. Hinfahren, genau. Wir werden uns da auch sehen. Natürlich. Wir haben nämlich ein bisschen was zusammen vor da. Und zwar stehen wir da unter anderem im Refit-Zentrum. Refit-Center, ja. Genau. Ja. Ich tue mich immer mit dem Englisch so schwer. Das ist wir werden da auf jeden Fall spannende Vorträge auch wieder haben, denn wie der Name schon sagt, Refit, es geht um Refit, es geht um jede Menge Know-how-Transfer auch. Wir werden mit Workshops ein paar Sachen zeigen. Und wir haben auch ein bisschen mehr, ich sag mal, interaktive Dinge dieses Mal als in den letzten Jahren geplant. Ich freue mich drauf. Ich habe ja wieder den einfachen Part. Ich bin da in der Moderatorenrolle und darf im Wesentlichen all die Fragen stellen, die sich das Publikum dann manchmal nicht zu fragen traut. Aber eben ganz, ganz viele tolle Gäste begrüßen, die dort wieder ihr Wissen rüberbringen. Und freue mich einfach auf eine spannende Veranstaltung. Es ist das 4. Jahr, dass wir das so machen. Und das Refit Center auf der Boot hat sich inzwischen richtig etabliert. Was vielleicht auch daran liegt, dass andere Formate weggefallen sind. Erst die Boatfits in Bremen und jetzt weiß man ja nicht, wie es mit Hanseboot und dem dort mal angefangenen gläsernen Werftkonzept weitergeht. Ja, gut, die Boatfit war ja dann die Idee, das mit nach Hamburg zu nehmen. Gut, damals hat wahrscheinlich auch keiner gedacht, dass dann 2 Jahre später da auch das Licht ausgeht. Von daher war das ein bisschen ungünstig, aber... Genau. Wir führen die Tradition anders fort, aber das hat sich inzwischen gut etabliert und es werden viele der Gäste, die man aus den letzten Jahren vielleicht schon kennt, wer schon mal da war in den letzten 2, 3 Jahren auf dem Refit Center, werden wieder mit dabei sein. Aber wir haben die teils ja auch etwas langatmigen reinen PowerPoint-Vorträge zusammengekürzt, dafür mehr auch neue Referenten mit reingenommen und vor allem eben deutlich mehr Workshop-Angebote. Das war ja bisher immer so, dass wir die Workshops dann mit auf der Bühne gemacht haben und dann wurde das Programm kurz unterbrochen oder es wurde so etwas umgeleitet. Dieses Jahr haben wir einen eigenen Bereich nur für Workshop und wirklich Arbeiten an unterschiedlichen Materialien, an unterschiedlichen Fragestellungen, der ist leicht daneben. Also wir haben richtig Platz für praktisches Arbeiten und kürzere, interessante Vorträge zu allen Bandbreiten rund um Refit, wobei wir ja auch den Begriff inzwischen relativ weit fassen. Es geht um auch Ausrüstung im weitesten Sinne, sehr praktische Themen für Genau. Also und auch wirklich von A bis Z. Also Beispiel, in dem Workshop-Bereich werden wir so Segelreparaturen zum Beispiel auch mit dabei haben. Also dass man mal Bootsmannsnaht machen kann, auch mal selber machen kann, dass man auch mal gucken kann, Nähte reparieren mit Spieltape reparieren, solche Sachen. Und das geht dann in den Vorträgen dann auch teilweise, also worauf ich sehr gespannt bin, zum Beispiel 3D-Drucken. Und zwar, jetzt klingt man im ersten Moment mal so ein bisschen komisch, 3D-Drucken, was hat das damit zu tun? Aber wir haben da tatsächlich auch einen Vortrag, wo es darum geht, mit Metall, es gibt mittlerweile 3D-Drucker, die drucken Metall. Und es gibt immer wieder mal Situationen, gerade wenn es im Thema Refit ist, Klampe Steuerbord, Klampe Backbord. Backbord ist das Original, Steuerbord hat man irgendwie 50 Jahre später irgendeiner eine Aluklampe dran geschraubt und jetzt einfach zu sagen, hey, ich kann jetzt
hingehen und kann mir das Original einfach mitnehmen und sagen, hier ist das Original, scanne mir das mal ein und kriege dann tatsächlich ein Produkt, das zumindest von der Form her und von den Materialeigenschaften unter Umständen auch dem Original relativ nahe kommt. Das ist also gerade so beim Stichwort alte Schiffe wieder aufmöbeln, glaube ich, eine ganz, ganz spannende Sache ist auch. Ja, also der 3D-Druck verlässt so den Bereich des Spielzeugs und geht auf einmal in die realen Anwendungen. Ich experimentiere mit 3D-Druck seit mehreren Jahren, aber in einem ganz anderen Bereich, in dem Pharma- und Diabetes-Bereich, da geht es um Prototypen bauen für Medizinprodukte. Da macht man das schon ganz lange. Aber eher, wie gesagt, im Designstadium, sag ich mal. Jetzt geht es tatsächlich Materialien. Und das geht eben auch da. Finde ich großartig. Also volle Bandbreite. Wer sich für das ganze Boot-Programm interessiert, soll entweder direkt vorbeikommen. Oder eben auf der Webseite der Boot schauen. Dort wird es bald das Programm geben. Wir freuen uns. Alle 11 über Besuch. Sind wir. Ganz hinten durch, da wo wir laut sein werden. Das aber werden wir nicht versuchen. Wir sind noch ein bisschen mehr unterwegs. Also du bist, glaube ich, auch noch... Ja, ich werde zweimal im Segelcenter am Montag und am Donnerstagnachmittag im Segelcenter sein und selber mal wieder einen Vortrag halten. Das habe ich seit vielen, vielen Jahren nicht mehr getan. Es gab auch wenig zu berichten. Ich war mit Hadorna zwar die letzten Jahre jeden Sommer auch mal unterwegs, aber immer nur so kurze Sommerturns, sag ich mal. Dieses Jahr, das hatte ich ja vorhin schon angedeutet, war ich wieder länger unterwegs, 2,5 Monate, fast 3 Monate. Und bin von Schleswig gestartet, die Schlei runter über Kieler Woche bis nach kurz vor Stockholm hoch und bin dann über den Göta-Kanal. Ich hatte mir ja vor Jahren in mein kleines Folgeboot, mit dem ich ja damals ganz ohne Motor unterwegs war, nur mit langem Drehen. Aber nicht durch den Göta-Kanal. Vor vielen Jahren hatte ich nichts. Da hatte ich nur den Regrim. Und vor einigen Jahren schon, damals angefangen tatsächlich auf der Boatfit, habe ich mir einen Einzylinder Fariman Dieselmotor, 7 PS, da reingebaut. Und den habe ich in den letzten Jahren sträflichst vernachlässigt. Ich habe den fast nie benutzt. Ich glaube, als ich diesen Sommer gestartet bin, und der Motor ist seit 6-7 Jahren in dem Schiff, stand er bei 30 Betriebsstunden. Das führte dazu, dass ich erstmal den Thermostat tauschen musste und sonst noch ein paar Sachen. Bei einem Motor steht sich eher kaputt, als dass er kaputt läuft. Aber ich brauche den eigentlich nicht. Ich mache mit meinem Boot eigentlich nach wie vor alles unter Segeln und ohne Motor. Aber der Göta-Kanal wäre so nicht gegangen und das ging jetzt. Und ich bin da dieses Jahr durch. War wunderschön. Und vor allem war es schön, und da kommen wir jetzt zu dem Vortrag im Segelcenter, weil ich, als ich auf den großen Seen angekommen bin, mich entschieden habe, nicht über den Trollhättan-Kanal direkt runter nach Göteborg zu gehen, sondern ich bin abgebogen auf den Dalsland-Kanal. Ein winziger, kleiner Kanal, 150 Jahre wird er dieses Jahr alt, der Richtung Norwegen führt im Landesinnern. Und wenn man da mal drauf ist, da kommt man gerade vom Göta-Kanal, der ja so beschaulich und schön und mit den Schleusen. Wenn man auf dem Dalsland-Kanal angekommen ist und denkt zurück an den Göta-Kanal, denkt man, Gott, war das eine Autobahn. Weil der Dalsland-Kanal ist wirklich winzig. Die Schleusen haben nur ein Tor statt zwei. Die Schleusenwärter sind dort nicht irgendwelche hippe Studenten, die sich da einen Sommerjob verdienen, sondern sind teilweise knorrige 70-jährige Männer in diesen alten Öljacken, wie man sie noch kennt von den Fischern, die gefühlt seit 50 Jahren nichts anderes machen, als diese eine Schleuse zu bedienen. Tadorna war eines der größten Schiffe, weil weiter oben kommt man Masthöhe mehr als Tadorna auch gar nicht. Kleiner Kanal heißt das ja auch wahrscheinlich sowohl oben als auch vor allem auch unten. Ne? Beides, genau. Insbesondere ganz am Ende wird es eng, denn die obersten Seen, der Stora Lee, hat aufgrund von Wetterverhältnissen, Wetteränderungen, Klimawandel und Co. mehr als einen Meter Wasserstand verloren in den letzten Jahren. Das heißt, ich bin kaum über die letzte Barre gekommen. Okay. Mit 1,20 Tiefgang wohlgemerkt. 1,50 ist, glaube ich, standardmäßig vorgesehen. Aber wie gesagt, die Oberleitungen, die teilweise über den Kanal gehen, die Brücken und Co., einige klappen, andere nicht. Am Anfang sind es noch 17 Meter, dann geht es runter auf 15, dann auf 12. Und da wird es dann auch mit Hadorna irgendwann eng. Also da guckt man schon besorgt in Richtung Antenne. Ja, das erinnere ich noch aus meinen Flussfahrten da durch Amerika, wo es dann auch irgendwann der Punkt war. Ich hatte ja auch das Glück, dass ich mit dem kleinsten Schiff unterwegs war und deswegen als einziger mit stehendem Mast dann zumindest da einen Großteil der Strecke fahren konnte. Aber auch da war genau das Problem. Jetzt piept es. Ja, also von der...
Es piept, das ist mein Luftentfeuchter hier an Bord. Den habe ich mir, ja, der scheint voll zu sein. Das bedeutet, 16 Liter hat er in den letzten Tagen hier aus der Kajüte gesaugt. Habe ich mir neulich besorgt, weil das ist das einzige Problem, wenn man im Winter auf so einem tollen Schiff mit Heizung länger wohnt. Und ich hatte jetzt gerade noch Besuch an Bord die letzten paar Tage. Dieses Boot ist voll isoliert. 12 cm dick Epoxy-Schaum, das heißt, also die klassische Kondensation am Rumpf habe ich hier so gut wie gar nicht. Aber die Alurahmen und die Scheiben, die werden dann zu Problemen. Im Moment siehst du, es ist absolut trocken. Das liegt genau an dem Gerät da vorne und daran, dass dieses Ding eben die Feuchtigkeit rauszieht. Aber jetzt muss ich da gleich einmal das Wasser auskippen. Ja. So, Dalslandkanal. Ich habe das mal gelesen, dass es den gibt. Ich muss jetzt allerdings ganz ehrlich gestehen, ich habe keine Ahnung, wo der eigentlich ist und vor allen Dingen, wo der hinführt. Ja, das ist auch der Grund, dass man ihn so wenig kennt, denn er führt, wenn man es genau nimmt, nirgendwo hin. Er führt ins Nirvana, also mitten nach Nordschweden bzw. Südnorwegen. Und man kommt auch nirgendwo wieder so richtig raus, sondern der Kanal war früher ein klassischer Floßkanal, um eben geschlagenes Holz aus Schweden und Norwegen in Richtung der großen Papierfabriken zu bringen. Aha. Wenn man, wie ich, kommend von Mariestad, also vom Ende des Götakanals am Vänernsee, Richtung, eigentlich muss man sagen, Richtung Ende des Dalslandkanals fährt, um dort dann falsch rum hochzufahren. Ich wollte sagen, Mariestad ist ja unten am, am Vänern. Also musst du erstmal nach oben irgendwo hin. Und am Nordwestende fängt der an, beziehungsweise hört er auf, der Kanal, je nachdem, wie man es betrachtet. Ich bin dort eben hin und bin den Kanal hoch, also sprich nach Norden, immer weiter nach oben und nach Norden gefahren. Der Kanal ist nicht so sehr Kanal, wie man sich einen Kanal klassischerweise vorstellt. Er ist nicht so sehr Kanal wie der Goethe-Kanal. Es sind immer wieder kleine Kanalstücke, Schleusen etc., die diese ganz, ganz vielen kleinen schwedischen Seen miteinander verbinden. Es ist eigentlich eher ein System von Schleusen und Kanalstücken, die ganz viele Seen zu einem Netzwerk machen. Und er führt immer weiter nach Norden bis nach Norwegen. Und dann war es das irgendwann. Man kann dann aber umdrehen. Und das habe ich gemacht. Wenn das eine Sackgasse ist, dann liegt das mal. Ja, nee, das meine ich nicht. Also man kann einfach hochfahren und dann wieder umdrehen und wieder zurückfahren und dann über den Trollhättan-Kanal wieder nach Göteborg. Das wäre, das machen wahrscheinlich auch die meisten. Da sprachen für mich zwei Sachen dagegen. Das eine war, ich drehe einfach ungern um. Also umdrehen, das ist furchtbar, mag ich nicht. Das ist irgendwie die gleiche Strecke wieder zurück, gerade mit dem Boot, ist doof. Das zweite ist, ich war relativ spät dran und dieser Kanal macht irgendwann zu. Und als ich das Ticket löste zum Hochfahren, guckten sie mich schon etwas besorgt an und sagten, sie wissen schon, dass sie nur noch so eine gute Woche haben. So, und das dauert eine Woche locker bis da oben und dann wollen sie da ins Winterlager? Oder? Guck mal rein, dann sehen wir uns im März wieder, nee, wahrscheinlich noch später. Ne? Ja, keine Ahnung. ich habe es anders gelöst. Ich bin nicht direkt umgedreht, sondern bin zwar wieder nach Süden, aber nicht die gleiche Route, sondern ich bin auf den Stora Lee. Das ist der größte See dort oben, ein langgestreckter See, der wieder Richtung Süden sich schlängelt, bis ungefähr auf die Höhe von Fredrikstad, Strömstad. Ganz oben im Norden ist die Westküste Norwegen, der Ostteil und der Südteil ist dann alles wieder in Schweden. Eine Insel, an der habe ich festgemacht, liegt sowohl in Schweden als auch in Norwegen. Dazu muss man wissen, die Insel ist winzig. Man braucht ungefähr 3 Minuten, um einmal rumzugehen. Okay. Und mitten auf der Insel sind 2 Grenzsteine, gelb angemalt und ein Grenzturm auf zusammengeschichteten Steinen mit Mahnmal obendrauf. Das war mein großes Ziel für diesen Sommer, diesen Turm und diesen Stein zu erreichen. Und ich habe es geschafft. Das wusstest du vorher schon, dass das... Ich hatte mich ein bisschen schlau gelesen. Ja. Ich habe es geschafft, diese Insel zu erreichen, mein Schiff mit einer langen Leine am Grenzstein festzubinden, auf der einen Seite die norwegische Gastlandflagge, auf der anderen die schwedische Gastlandflagge zu setzen und oben auf diesem Grenzturm sitzend ein Foto davon zu machen. Und das Foto zeigst du in deinen Vorträgen. Das wird eines der Fotos sein in dem Vortrag auf dem großen Segelcenter in Düsseldorf. Genau. Ich bin auf jeden Fall von dort, um es abzuschließen, zurück bis nach Ed. Ed ist die südlichste Ecke dieses Stora Lee und habe dort einen eigentlichen Holztransporteur gefunden, der mein Schiff, ich habe das auch ähnlich argumentiert, ich habe gesagt, wenn du sonst Holz aus dem Wald holst, ich habe hier so einen bisschen größeren Baumstamm,
Der hat mein Schiff mit seinem Tieflader rausgekrannt, auf seinen Holztransporter gesetzt und in Strömstad wieder ins Wasser geschmissen. Okay, das heißt, dann bist du von Strömstad, das ist ja dann wieder... Strömstad ist Skagerrak. Skagerrak, genau. Und von da aus bist du dann runter... Nach Göteborg gesegelt. Göteborg gesegelt. Genau. Also, coole Strecke. War eine coole Strecke, ja. Mit 70 Kilometern, die dazwischen fehlen. Also eigentlich wundert man sich, dass es da keinen Durchstich gibt. Aber der wäre an der idealsten Stelle, müsste der nur ein paar Kilometer lang sein. Denn es gibt einen zweiten Kanal, den Halden-Kanal. Mhm. Der führt von See kommt, also von Skagerrak kommt, an der Stadt Halden ostwärts. Mhm. Und an der engsten Stelle liegen zwischen dem Stora Lee und dem Halden-Kanal liegen wirklich nur, ich glaube, das sind 3-4 Kilometer. Okay. Aber dazwischen halt so ein kleiner Gebirgsrücken. Und also man kommt da so ohne weiteres nicht durch. Also einmal raus muss man. Ja. Mit 2,5 Tonnen Vollgebot geht das. Mit meinen jetzigen 15 Tonnen dürfte das... Wird das definitiv, hast du auch wahrscheinlich Schwierigkeiten mit der Breite alleine schon, dann da noch einen Trainer für zu finden? Ja, es dürfte sehr schwierig und sehr teuer und sehr aufwendig werden. Für 3 Kilometer Strecke. Aber gut, wer weiß. Aber du kommst ja schon gar nicht hin, weil selbst mit aufgeholtem Schwert... Wenn man dann Kiel. Den Mast noch irgendwie gelegt bekommt, dann könnte es gehen, aber ich glaube, so einen Kran finde ich da unten nicht. Nein. Deswegen gut, dass ich das mit Herrn Dorner noch gemacht habe und wie gesagt, darüber werde ich auf der Boot ein bisschen was erzählen. Und du? Du bist ja auch da. Ja, ich bin auch ein bisschen auf der Bühne zugegangen. Ich habe auch so ein bisschen meine Geschichten aus Amerika wieder mitgebracht. Also ich werde auf jeden Fall wieder vom Great Loop erzählen, dieser Strecke, die ich da quer durch die USA gemacht habe. Das hatte ich, glaube ich, in der letzten Folge auch schon mal kurz angekündigt. Ja, also einmal so diese Reisestrecke durchs Binnen-USA mit dem Boot zu fahren, erstmal rüber zu fahren und dann drüben kommt man dann nachher auf den Great Lakes hoch bis Chicago und dann so über die Flüsse runter und irgendwann fällt man dann im Golf von Mexiko wieder raus. Also, auch nicht so eine ganz alltägliche Strecke. Nee, habe ich sehr gerne verfolgt, als du da unterwegs warst. Ja, es war teilweise ein bisschen absurd geworden irgendwann teilweise. Auch so ein bisschen dann durchs Redneck-Country nachher kommt und da auch teilweise auf, ich sag mal, sehr, sagen wir mal, klischeehaft amerikanische Charaktere zum Teil auch trifft, wo man dann wirklich sagt, so wow, die gibt es wirklich nicht nur im Fernsehen. Aber nee, das ist aber auch... Das müsstest du eigentlich jetzt nochmal machen, segeln durch Trumpland. Segeln durch Trumpland, ja. Wäre auch politisch spannend. Das wäre, ja genau, dann weiß ich allerdings nicht, ob ich nochmal reingelassen werde, aber nein, nee, das, ja, darüber werde ich ein bisschen erzählen. Und außerdem habe ich noch so ein zweites Thema, das ich auch eigentlich mal ganz, ganz gerne mache. Und zwar ist das 1000 Meilen alleine. Da erzähle ich einfach davon, wie das ist, wenn man alleine einhand sich aufmacht, um eine 1000 Meilen Ozeanpassage vor der Nase hat. Mhm. So ein bisschen, ja, da ist es eher so ein bisschen was zum Mitträumen, weites Wasser, blaue See. Und dann kommt der Realitätscheck. Ja, dann kommt der Realitätscheck, der allerdings total eigentlich so ein, ja, als großer Haken im Endeffekt dann da drunter steht, wo man sagt so, hey, es ist wirklich toll. Und wenn man dann da alleine auf dem Wasser ist, was einem da begegnet. Klar, es sind auch ein paar Herausforderungen, aber auch so ein bisschen einfach so wie der Alltag, so beim Einhandsegeln ist, wenn man eben nicht nur mal eine kurze Etappe macht, sondern wenn man eben wirklich weiß, das geht jetzt hier über eine Woche oder über 2 Wochen, muss ich das irgendwie auch mit meinen Kräften haushalten und so. Davon erzähle ich ein bisschen, weil das finde ich sehr schön und finde ich auch ein Thema, das man selten irgendwo findet. Ja, ich finde es spannend, weil du es hier aus einer sehr nachvollziehbaren Perspektive tust. Es gibt ja andere Referenten im Segelcenter, die darüber auch sprechen können und auch über 10.000 Meilen sprechen können, aber da sind das dann Menschen wie Boris Herrmann, die sich natürlich, die natürlich tolle Geschichten und tolle Bilder mitbringen und die Formel 1 des Segelns beschreiben, aber davon kann man vielleicht träumen oder sich davon mitreißen lassen, aber du erzählst es eben so, wie man sich das eigentlich mit seinem eigenen kleinen Schiff auch durchaus realistisch vorstellen könnte. Und das, ja, und ich finde, der Unterschied ist, glaube ich, auch der einfach auf der, die, ja, sowohl die Erwartung, also wenn du schon sagst, Realitätscheck, ne, also was man erwartet, wenn man da rausgeht. Wenn ein Boris Herrmann auf so eine Tour geht, dann erwartet er natürlich, dass er da mit einem möglichst schnellen Tempo durchbrettert und ich weiß noch, wie ich irgendwann
so einen völligen Gefühlsdusel hatte. Also ja, auf der einen Seite, ja, cool, ich habe die Azoren vor der Nase. Also Punkt eins, ich habe irgendwie mitten in diesem Riesenhaufen Wasser so ein paar Steine gefunden, die da rausgucken. Punkt zwei, ich habe es geschafft, ich bin da angekommen. Punkt drei, scheiße, ist zu Ende. Hm. So. Also von daher gar nicht diesen Anspruch, das auch möglichst schnell zu machen, sondern ja auch ein bisschen mehr zu genießen, was da eigentlich unterwegs ist. Ja. Jamaika, du machst hier einen Rappel gerade. Mein kleiner Hund ist hier gerade am, ich glaube, die freut sich einfach, dass wir hier die ganze Zeit neben ihr sitzen, uns unterhalten, und wahrscheinlich fühlt sie sich die ganze Zeit angesprochen und zieht hier gerade eine Riesenshow ab mit ihrem Ball und leckt an deiner Ledertasche. Jamie, wir reden zwar, aber es geht nicht immer um dich. Aber du kannst gerne weiter mit dem Ball spielen. Ich weiß gar nicht, ob man das... Ja, ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt hört in der Aufnahme, aber ja, Boot Düsseldorf. Gehst du eigentlich auf der Messe auch irgendwie die Sachen angucken? Ja, jetzt wieder mit gesteigertem Interesse. Also ich habe das die letzten Jahre auch gemacht. Mhm. Ich hatte ja die letzten 6-7 Jahre eine Werft und hatte da immer mal wieder richtige Gespräche zu führen. Jetzt sind die Gespräche wieder sehr privater Natur, weil ich jetzt ja ein neues großes Schiff habe. Und sich hier eine lange Liste langsam aufmacht von Sachen, die nicht unbedingt sein müssen, aber über die man nachdenkt, die man vielleicht optimieren möchte. Nicht, weil sie nicht funktionieren, sondern weil man es woanders schon mal anders oder besser gesehen hat. Oder das ist, glaube ich, ganz normal. Man kauft sich ein Schiff und irgendwie muss man es dann erstmal zu seinem eigenen Boot machen. Und die Boot eignet sich hervorragend einfach zum Rumlaufen, fragen, gucken, anfassen. Ich bin natürlich auch ein Freund von Online-Katalogen und Co., aber so ein persönliches Gespräch kann man nicht ersetzen, und einen Ausrüstungsgegenstand einfach mal in die Hand nehmen kann man eben auch nicht ersetzen, und das geht eben dort sehr kondensiert und sehr effizient und ja, irgendwie zwischen unseren Vorträgen und Moderationstätigkeiten auf Refit-Bühne und Segelcenter werde ich sicherlich auch einfach mal durch die Hallen laufen. Aber konkret, dass du jetzt sagst, ich gucke mir doch mal neue Schiffe an, das machst du nicht. Doch, aber das eher im touristischen Sinne. Ja. Also ich gehe und ich gucke, und ich kenne ja nun auch viele und sag hier mal Hallo und dort, und es gibt immer so 1-2 Favoriten, da gehe ich fast jedes Jahr hin und gucke und gehe auch mal also rein bei mir und ist es träume. Das gebe ich ja ganz offen zu. Ja, da war ich letztes Jahr zum Beispiel, genau. Tolle Schiffe. Mir allerdings, also kann man von träumen, aber ja, kann man sich eh nicht leisten, und wären mir, selbst wenn ich könnte, irgendwie auch ehrlich gesagt eine Nummer zu groß für Einhandsegeln. Für Einhandsegeln auf jeden Fall, klar. Das ist schon ganz schön amtlich. Ich meine, sind Schiffe, die sind gemacht, ja, wie du eben schon auch von deinem Schiff jetzt gesagt hast, die sind gemacht für die Antarktis. Ja, ja. Genau. Die sind halt auch immer noch für die Antarktis gemacht und ja, deutlich größer, deutlich schwerer. Aber tolle Schiffe. Einfach auch die großartig. Kleinen Boote. Keine Frage. Mein persönlicher Favorit schon die letzten Jahre, muss ich sagen, waren die neuen großen Sirius-Schiffe. Traumschiffe wirklich, aber für mich im Moment in einem Budget angesiedelt, das im Moment noch nicht zur Debatte steht. Außerdem bin ich ja jetzt gerade sehr glücklicher Eigner, genau, von was Eigenem. Ich gucke, und ich gucke immer wieder sehr gerne. Man kann da auch schön Ideen mit den Augen klauen, nenne ich das immer. Also über ein gut gebautes Schiff laufen und mit den Menschen von der Werft mal das ein oder andere durchdiskutieren. Gerade wenn das eher die kleineren Werften oder die ausgefalleneren Modelle sind, dann man sieht hier und da immer wieder tolle Sachen, wo man denkt, darüber musste man nachdenken. Das könnte man so oder ähnlich auch für sich selbst verwursten. Hat mir schon immer Spaß gemacht. Ja, das kenne ich. Und das ist natürlich auch immer so ein Punkt, auch gerade so in der Ausrüstungshalle, wenn man dann da rumläuft, dass man einfach auch unheimlich viel findet, wo man so Dinge sieht, wo man dann sagt, das könnte ich unheimlich gut gebrauchen. Ich weiß im Moment noch nicht genau wie und wo und wofür, aber das ist unheimlich wichtig, dass ich das irgendwann mal habe. Ich nenne das dann immer so diesen ich will das haben, aber ich brauche es nicht Effekt. Das ist wie bei Ikea. Das ist wie bei Ikea, genau. Ja. Nein, also rumstöbern auf der Messe, das finde ich, macht viel, viel Spaß. Aber ich muss gestehen, das hat bei mir in den letzten Jahren ein bisschen nachgelassen. Bei mir kommt jetzt gerade wieder hoch, weil, wie gesagt, neues Schiff weckt neue Begehrlichkeiten. Ja. Aber ja. Ich muss dich nochmal was anderes fragen, Hinak. Ja.
Wir sind ja von Southampton gestartet und sind hier rüber und hatten viel Spaß und waren dann auf der Hanseboot und da haben wir jetzt alles schon drüber gesprochen. Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist, du bist kurz danach ja wieder nach Southampton zurück. Ja. Und hast dort deinen... Genau. J-Master nicht gemacht. Nicht gemacht. Ich habe gerade gedacht, Mist, rede ich jetzt eigentlich ins Fettnäpfchen, aber das hast du selber gesagt. Du hast dort zumindest den J-Master-Kurs belegt. Ich habe meinen J-Master nicht gemacht und das hatte einen ganz einfachen bürokratischen Hintergrund. Und zwar ist es dann auch bei den Engländern so, dass sie gewisse Voraussetzungen für die Prüfung haben. Eine dieser Voraussetzungen ist zum Beispiel, dass man ein SRC vorlegen muss und die Logbücher mit den letzten, ich weiß es gar nicht, irgendwie noch 6000 Meilen, von denen irgendwie die meisten in der Skipperrolle gewesen sind. Irgendwie sowas in der Art war das. Genaue Formulierung müsste ich jetzt nochmal nachgucken. Aber das Problem an der Stelle war halt, dass ich leider zu kurzfristig festgestellt habe, dass diese Dokumente sich gar nicht in Europa befinden, sondern... Lass mich raten, in Panama. In Panama, bei dir, wo ich ja auch immer noch ein Schiff habe, dass ich mal irgendwie... vielleicht sollte man einen Aufruf hier im Segelradio machen. Ne? Ja, also entweder gibt es jetzt endgültig wirklich einen Grund für dich, mal nach deinem Schiff zu schauen, oder du müsstest wirklich mal jemanden dahin schicken, der deine Papiere abholt. Ja? Der meine Papiere abholt und vielleicht das Schiff gleich mitbringt. Oder beziehungsweise, naja, das Problem ist ja, es ist was, also um jetzt die Sache auch in der ganzen Breite zu erläutern. Da ist ja was dran zu tun an dem Schiff. Das liegt ja jetzt ja nicht da, weil ich es irgendwie da hingelegt habe und vergessen habe, sondern das Problem ist, ich habe da ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Vorschlagbereich gehabt und das war der eigentliche Auslöser, dass ich damals gesagt habe, okay, ich fahre mit diesem Boot jetzt nicht über den Pazifik weiter. Mhm. Und es hat sich als sehr schwierig herausgestellt, das zu reparieren in Panama, einfach auch mit der nötigen Logistik. Und ja, ich habe jetzt mittlerweile aber auch beschlossen, das habe ich schon vor einer Weile beschlossen, weil wir ja nun mittlerweile auch zu zweit unterwegs sind und ich nicht mehr alleine und Paulinchen ist dann auch nicht riesengroß, dass es einfach, ja, zwar in der Seele wehtut, aber einfach absolut nicht zu rechtfertigen ist, zu sagen, ich stecke da jetzt Geld in dieses Schiff rein und bringe das irgendwie mit viel Aufwand und teuer wieder nach Europa, um es hier zu reparieren, oder repariere es da für viel teuer und bringe es wieder her, weil ich dann im Endeffekt immer noch ein Schiff habe, das zu klein für zwei ist. Und das heißt, Ultima Ratio, du versuchst das Schiff vor Ort zu verkaufen. Ich versuche es im Moment vor Ort zu verkaufen. Ich habe die Marina gebeten, dass sie das mit listen. Das Problem ist halt, Paulinchen ist klein. Und ja, es gibt effektiv keinen wirklichen Markt in Panama für kleine Schiffe. Das haben wir jetzt im letzten Jahr sehr deutlich gemerkt. Ja. Und bin so ein bisschen an dem Punkt, wo ich sage, also wenn jemand sich berufen fühlt, dieses Schiff wieder auf die Beine zu bringen, dann you can have it. You can have it. Erzähl mir, was du damit vorhast und dann, ne? So tief wollte ich jetzt gar nicht in die Wunde pieken. Vor allem, weil sich da etwas andeutet, da ich habe ja nun zwei Schiffe und genau der Debatte stelle ich mich im Moment, der Diskussion stelle ich mich im Moment ganz bewusst nicht, obwohl ich immer öfter gefragt werde, was wird denn aus Tadorna? Ja. Meine Antwort bisher ist ganz klar, ich behalte Tadorna und ich werde auch weiter Tadorna segeln. Wie lange das sinnvoll ist, Also bei der Garcia würdest du sie hinten ins Lazarett reinstellen können. Ne? Da könntest du hinten die Badeplattform und dann... Ja. Schauen wir mal. Ja. Also Tadorna wird auch dieses Jahr wieder segeln und ich werde sicherlich zu einer oder der anderen Klassikregatta auftauchen. Aber schauen wir mal. Genau, ja. Nein. Und gut. Um auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen. Wollte ich dich fragen, du bist nach Southampton, um den Yardmaster zu machen. Genau. Das heißt, nur weil dein Schiff in Panama ist und du es vielleicht auch loswerden willst, heißt das definitiv nicht, dass du aufhörst zu segeln. Nein, ganz und gar nicht. Sonst ganz würdest gar nicht. Du keinen solchen Segelschein Also der Plan ist schon da, wieder loszufahren und der Plan ist auch da, mit einem größeren Schiff loszufahren. Überwiegend zu zweit, wobei ich auch einige Etappen gerne weiterhin alleine machen möchte. Also das Schiff wird auch auf jeden Fall weiterhin einhandfähig sein sollen von der Größe her.
Aber also wie gesagt, das wird auf jeden Fall weitergehen. Und diese Yachtmaster-Geschichte, wie gesagt, ja, aus magst bürokratischen... Magst du ein bisschen erzählen von dem Kurs an sich? Weil ich, also Yachtmaster ist ja nicht nur ein guter Schein, sondern auch die Ausbildung unterscheidet sich wesentlich von allem, was wir in Deutschland kennen. Ja. Stichwort SSS, also, SAS. Könnte ich dir jetzt eine Segelradio-Folge ans Herz legen? Müsste jetzt so 3 Folgen ungefähr her sein. Da habe ich mit Clemens drüber gesprochen. Bei dem habe ich ja diese Ausbildung gemacht. Ja, da reden wir auch so ein bisschen drüber, über so die Unterschiede in der Ausbildung und so weiter. Also was eigentlich so den großen Unterschied ausmacht, ist erstmal, wie ich finde, der ans andere Herangehen an den praktischen Bedarf. Ja. Also es ist wirklich, es wird wirklich geguckt, was brauchst du, um das Boot sicher führen zu können. Bekannter von mir hat bei seiner Yachtmaster-Prüfung, da kam der Prüfer an Bord und hat gesagt, okay, mir geht es hier jetzt nicht darum, klipp und klar A, B, C, D, E als Antworten von euch zu bekommen, sondern was für mich entscheidend ist, ich habe eine Tochter, die ist 18. Ich stelle mir vor, dass die gerade um die Ecke biegt und sagt, ich möchte mit diesem Prüfling da gerne über den Atlantik segeln. Und meine entscheidende Frage ist, am Ende unserer Prüfung habe ich das Gefühl, dass du das kannst, ohne dass ich mir Sorgen um meine Tochter machen muss. Wenn ja, hast du bestanden. So. Klare Aussage. Da gehört natürlich rein, er prüft dann natürlich schon auch die Mechanismen ab. Ne? Er prüft halt ab, dass das Know-how da ist. Die sind sehr fixiert, verständlicherweise, weil es eben rund um England auch extrem viel davon gibt, auf Tiden-Geschichten. Also das ist sehr, sehr elementar. Dass man sich da also wirklich, ja, das muss man mehr oder weniger im Schlaf können. Aber es wird eben auch viel, ja, viel praktisches Wissen einfach abgefordert, was ich so in der Prüfung einfach, ja, unheimlich, ja, realistisch finde. Von daher einfach diese ganze Prüfungsstress auch ein bisschen weniger ist, weil das hat auch ein bisschen mehr Spaß in der Prüfung drin und in der ganzen Ausbildung, was sie machen. Also klar, das Know-how im Endeffekt, ob das jetzt ein deutscher Sport-Hochseeschifferschein oder ein Yachtmaster Offshore ist, das Know-how, das du brauchst, ist, glaube ich, gar nicht so ein großer Unterschied im Endeffekt. Aber die Herangehensweise, wie es dir vermittelt wird, ist anders. Also es fängt schon in der Theorieausbildung an, die eben, ja, auch klar ein Kursprogramm hat, wo man sagt, hier das Thema nach Thema wird dir beigebracht. Da geht es um Tiden, da geht es um Wetter, da geht es um Schiffsführung im Allgemeinen, da geht es auch ein bisschen um rechtliche Aspekte, und dann aber eben auch ganz klar gesagt wird, okay, gewisse Dinge setzen wir einfach voraus, also zum Beispiel in dem Kurs, du lernst jetzt im Yachtmaster-Kurs nicht mehr ein Schiff zu fahren, ne? Weil das wird dann einfach erwartet, dass du das kannst. Ja. Und das Thema Crew-Führung oder Miteinander, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Ist ja, wichtiger. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist tatsächlich auch ein Punkt, an dem ich ganz viel zu knapsen hatte. Also auch, ich habe ja jetzt den kompletten Kurs mitgemacht. Die Prüfung haben wir dann ausfallen lassen, aber die mache ich noch nach. Das haben wir also schon geklärt, dass ich die dann einfach aufgrund dieser fehlenden Papiere dann an einem anderen Prüfungsevent einfach hinten dran hängen kann. Und das war halt einfach ein ganz, ganz witziger Punkt für mich, weil ich habe als Einhandsegler, du kennst das ja wahrscheinlich auch, dann hast du Leute auf dem Schiff. Punkt 1, du hast eine Crew auf dem Schiff, die das verdammt gut kann. Also jeder da auf dem Schiff wusste, was er tut. Mhm. Ne? Und mit jedem von dem würde ich ohne weiteres lossegeln gehen. Und dann musst du aber in Anführungszeichen so tun, als ob die echt die letzten Vollidioten sind. Ne? Mhm. Du musst jetzt diese Winch nehmen und die da reinstecken und da kurbeln, weil und, ne? Also jetzt nicht so ganz detailliert, aber du musst halt schon klar die ganze Kommandosprache, wer macht wann was, wer nimmt welche Leine und so. Dinge, die jetzt in der Realität vielleicht auch mit so einer Crew nicht mehr passieren. Aber was sie halt sehen wollen, ist, dass du eben das kannst, dass du eben den Überblick hast, wer wo was macht. Das ist ganz, ganz wichtig bei der ganzen Nummer. Ich kenne das so ein bisschen vom Ansatz her. Ich bin ja in Berlin im ASV, im Akademischen Seglerverein. Da gibt es die Schifferprüfung. Das ist die vereinsinterne Prüfungsberechtigung für Prosit und Walross, also für die beiden großen Schiffe. Schifferberechtigung. Genau. Ja. Prosit, das größte Schiff auf dem Wannsee, unser Schiff in Berlin ohne Motor. Entschuldige bitte, aber das klingt das größte Schiff auf dem Wannsee. Hey. Naja, immerhin, also großer Seefahrtskreuzer, 20 Tonnen Stahl ohne Maschine. Ja, ne, also das ist amtlich, ja. Muss man auch beherrschen. Ja.
ist aber auch die Schifferberechtigung für das Walross. Die Prüfung sieht so aus, dass man dort eben auch eine sehr umfangreiche Theorie- und Praxisprüfung ablegen muss. Aber was den Punkt angeht, ist das Spannende. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob sie das heute noch so durchziehen, aber grundsätzlich schon. Früher war es im ASV so, man musste sich als Schifferprüfling am Anfang der Prüfung weiße Handschuhe anziehen. Okay. Und die hatten am Ende der Prüfung immer noch weiß zu sein. Einfach nur, um zu belegen, dass man nicht irgendwo irgendwann mal selber eingegriffen hat. Denn ein Teil der Herausforderung dieser Prüfung ist, dass man es schafft, seine Crew so zu dirigieren, anzuleiten, nur durch Worte und Co., dass dieses Schiff perfekt manövriert, sämtliche Manöver, die abgefragt werden, macht, ohne dass man selber persönlich jetzt mal schnell irgendwo eingreift und doch mal eine Schuh zieht oder an der Pinne einfällt etc. Finde ich einen spannenden Aspekt. Weil es einem nochmal sehr klar macht, wie man auch mit klarer Kommandosprache, klaren Aussagen und Co. seine Crew anleiten muss, gerade wenn sie über 20 Meter verstreut auf dem Schiff ist. Ja, also bei dem Yachtmaster, da gibt es so Ähnliches, also jetzt machen wir das ohne Handschuhe, wobei das eigentlich so bei so einem für so einen ordentlichen Yachtmeister, ich glaube, ich besorge mir mal Hand. Also wenn ich einen Yachtmeister bestanden habe, dann werde ich nur noch mit Handschuhen, mit weißen Handschuhen segeln. Weiße Handschuhe segeln. Ah, ich hatte mal so eine wunderschöne Geschichte. Das ist also meine absolute Traumgeschichte. Jetzt schweife ich gerade völlig ab, aber das war im Lillabommen in Göteborg. Sag ich diesen Sommer. Witziger Hafen, finde ich. Also absolut quirliges Ding. Bis auf die Tatsache, dass als ich da war, gegenüber Oktoberfest war. Oh, das ist ärgerlich, ja. Das muss man versuchen zu vermeiden. Du bist zu spät da gewesen. Also so richtig im Hochsommer da gewesen. Und es hat ordentlich geballert. Das war richtig schön windig. Und dann kam da so eine richtige schöne Yacht rein. Ne? So eine richtige Yacht mit so einer schönen englischen Blue Ensign, also mit der Royal Yacht Club Flagge. Kam dann da rein, um die Ecke rumgeschossen und hat also wirklich, die Maschine haben sie wahrscheinlich mitlaufen gehabt oder ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall kam die da rein, musst ja, darfst du drin ja auch nicht segeln, kam da rein, beim Reinkommen die Segel runtergenommen und dann so in so einem großen Bogen direkt mit dem Bug an die Kaimauer ran und die haben da so diese Mooring Lines, also diese Lazy Lines und kommt dann da rein, mit der Nase richtig schön direkt vor den Stich. Er einmal zack, Rückwärtsgang ein, das Ding wirklich also ich sag mal so 15 Zentimeter vorm Stich stand das Teil. Vorne steigt einer über und der Typ hinten am Ruder steht da und dann ist er wirklich ich kann das leider nicht so, aber im wirklich aristokratischsten Englisch, das man sich vorstellen kann, so Gentlemen, it's breezy here. Can someone hand me the lazy line, please, quickly? Das ist der Ton, den ich auf einem Schiff hören möchte. Ne? Ja. Quickly. Und wenn er sagt quickly, dann weiß jeder, jetzt wird aber eilig. Ernst. Ja. Ja, das ist, ich habe das auch mal irgendwann in der Kolumne aufgegriffen. Ich schreibe jeden Monat für Segeln diese Kolumnen über so Seemannschaftsthemen und da hatte ich es auch mal reingeschrieben. Also Freundlichkeit einfach unheimlich die Stimmung an Bord heben kann. Das finde ich. Es muss nicht immer über Lautstärke gehen. Finde ich super. Nein, aber was ich eigentlich erzählen wollte, so eine ähnliche Geschichte, dieses Einteilen und Anweisen und aber auch gleichzeitig zeigen, dass man was kann, machen die zum Beispiel mit dieser Blind Navigation. Das finde ich ist auch eine super spannende Aufgabe, die man mal so, wenn man mal Langeweile hat auf einem Charterturn, wenn man eh nur unter Motor fährt, weil irgendwie gerade absolut kein Wind ist oder so. Unter Deck mit Koppeln, alle Luken dicht. Boah, musst du nicht mal machen. Also einfach nur hier, jemand aus der Crew sucht sich auf der Karte einen Punkt raus und macht ein Kreuz auf der Karte oder sucht eine Tonne raus und sagt, wir wollen zu dieser Tonne hin. Am besten, am einfachsten geht es mit einer Tonne. Sagt hier, zu der Tonne wollen wir hin. Und du sitzt halt unten, hast kein GPS, hast einen letzten Koppelort, weißt, wo du gewesen bist, ungefähr. Auch nicht so wirklich exakt, aber so ungefähr, wo du gewesen bist. Und musst jetzt also sozusagen von unten den Rudergänger dirigieren, zu diesem Punkt zu finden. Das klingt super simpel. Ne? Jetzt kommt dazu, dass in dieser Übung angenommen wird, es ist pottendichter Nebel. 30 Meter Sicht. 30 Meter Sicht. So. Und das heißt, du dirigierst also da oben diesen Rudergänger von da unten. Dann sagst du ihm also zum Beispiel hier, fahr mal, was weiß ich jetzt hier, Kurs sowieso. Und ja, dann ist halt die Frage, wie lange? Ne?
weil du hast Strömungsversatz und all sowas, ja, das musst du also mit berücksichtigen, das kannst du reinrechnen, das macht aber auf so kurzen Strecken wenig Sinn, das mit reinzurechnen. Also nimmst du dir, was weiß ich, zum Beispiel Tiefenlinien, ne, und sagst dir so, okay, fahr diesen Kurs, bis du 10 Meter Tiefen, welchen Lot hast du noch, bis du auf 10 Meter Tiefe bist, dann Steuerbord und versuch dich auf dieser 10 Meter Linie zu halten, bis du an Backbord eine grüne Tonne siehst. So, ne? Und dann so denkst du dann so, okay, wie lange wird das Ganze ungefähr dauern? Und sitzt dann da unten und dann kommt irgendwann die Ansage, hier 10 Meter Linie, er geht um die Kurve und fährt 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 und du denkst so, irgendwie passt das alles nicht mehr so ganz. Ne? Und der Prüfer steht oben, man sieht die grüne Tonne und sagt geht nur, dann eben, die grüne Tonne geht halt so 100 Meter an dir vorbei, genau. Ne? Weil du den Tidenhub nicht mitberechnet hast und die 10 Meter Linie ganz woanders war, als du dachtest, als sie in der Karte eingezeichnet ist. Ne? Und dann siehst du das Ding dann so in 100 Meter Entfernung vorbeirauschen. Ne? Und kann er ja nicht sehen, ist ja neblig. Ne? So. Ja. Ja. Also das sind so. Man braucht für solche Blind Navigation Scenes einen sehr, sehr guten Rudergänger, der überhaupt in der Lage ist, eine 10 Meter Tiefenlinie konstant zu fahren. Das ist gar nicht so einfach. Das haben wir tatsächlich auch gemerkt. Lernt hier auch, also macht man in unseren Gewässern nicht mehr so unbedingt. Nee. Ist gerade in Tidengewässern extrem wichtig. Habe ich aber auch tatsächlich selbst noch nie so in der Art gemacht. Ne? Das habe ich bei der Ausbildung, als das dran kam, habe ich überlegt, okay, wie machst du das so? Und dann, dass du dich dann so langsam einpendelst und das Ding findest. Das muss man mal ein paar Mal gemacht haben. Das ist schon. Und wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann ist das auch echt häufig ganz praktisch, finde ich. Einfach. Gerade wenn man irgendwo unterwegs ist, wo man sich nicht so gut auskennt. Also wir werden dich dieses Jahr irgendwann nochmal mit SRC in Southampton sehen und dann kommst du wieder. Wahrscheinlich im Herbst, ja. Wahrscheinlich werde ich dann wenn ich mit weißen Handschuhen zurückkomme, dann im Herbst bin ich. Also noch nicht zu unserem nächsten Ostsee-Stammtisch. Aber nee. Danach. Nee. Danach, ja. Frühling klappt leider nicht, weil da sind die Kurse, ich muss jetzt halt gucken, wo ein Platz frei ist, weil ich halt jetzt ein bisschen so in so eine Sonderrolle reingerutscht bin. Apropos Ostsee-Stammtisch, wir haben gerade die Kajüte gebucht, ne? Ja. Das sollten wir hier an dieser Stelle auch nochmal sagen. Ich habe noch nie im Segelradio drüber gesprochen. Du hast noch nie über unseren Ostsee-Stammtisch gesprochen. Ich habe noch nie im Segelradio über den Ostsee-Stammtisch gesprochen. Das ist immer noch die 10. Auflage. Wir machen das inzwischen so oft, wir haben aufgehört zu zählen. Wir sagen jedes Mal, es ist der 10. Ostsee-Stammtisch. Genau. Und das ist er schon seit. Weiß ich nicht, 10. Es ist der 10. Ostsee-Stammtisch. Mal wieder ein Jubiläum. Ja. Das haben wir ja auch vor vielen Jahren gemeinsam angefangen, machen das zusammen mit Christian Irrgang, zweimal im Jahr und am 10. März ist es wieder soweit. Genau. Hier in Hamburg. In der Kajüte, hier in Hamburg, auf der Alster, an der Alster. Wie ich gestern gelernt habe, nicht auf dem, in dem schwimmenden Restaurant Kajüte, sondern in dem einzigen, wie hieß es, in dem einzigen gemauerten Haus auf Wasser oder so ähnlich in Hamburg. Irgendwie ich meine, es steht auf Stelzen, ja. Aber ja, genau. Ja, habe ich gestern in der 10. März, 19 Uhr, glaube ich. Ja, wobei wir ja meistens schon um 18 Uhr da sind. Ja, oder so. Wir sind früher. Das ist so, nicht wirklich schwer, uns zu finden. Also wir haben da ja immer jetzt schon seit einigen Jahren diesen Wintergarten, also auch mit echt tolle Perspektive über die Ostsee und über die Ostsee, wollte ich gerade sagen, über die Alster, wo wir dann da eigentlich gemütlich beisammen sind im Frühling und im Herbst immer. Bisher haben wir das ja immer gemacht, im Herbst zur Hanseboot. Das müssen wir uns dann auch. Da müssen wir uns was überlegen. Was überlegen, genau. Da müssen wir nochmal einen neuen Termin finden. Aber das soll dem Ganzen ja keinen Abbruch tun, weil ich muss sagen, ich finde es immer eigentlich eine sehr, sehr schöne Veranstaltung. Wir müssen das vielleicht nochmal kurz erklären. Der Ostsee-Stammtisch ist wirklich ein Stammtisch. Das heißt, es kommen mal im Frühjahr ganz ehrlich, 40 finde, wir Leute, wir waren da schon mal fast an die 100. Also es ist wirklich eine große Runde von Menschen, immer ein bisschen weniger, die sich interessieren für längere Turns auf der Ostsee oder überhaupt Ostsee-Austausch. Es fing mal an als eine Runde derer, die gerade rund Ostsee gesegelt sind oder das vorhaben. Es ist immer auch so ein bisschen ein realer Meetingpunkt, um Seekarten zu tauschen und zu fachsimpeln. Aber was ich so toll finde an unserer Runde ist, dass das Programm kein Programm ist, sondern es kommt jedes Mal eine bunt zusammengewürfelte Crew
und man trifft sich, man trinkt ein paar Bier, man isst zusammen. Manchmal steht jemand auf und will irgendwas ankündigen oder fragen. Einmal hatten wir dieses Verlesen von potenziellen Manuskripten für den Delis Glasing Verlag. Darüber habe ich ja gerade gestern mit Svenja gesprochen, die ja jetzt auf der Boot in Düsseldorf das da vorgestellte Buchprojekt fertiggestellt hat. Und ja, also da freue ich mich auch wirklich sehr drauf. Aber das Tolle eigentlich am Ostsee-Stammtisch ist, es gibt kein Programm. Es ist einfach ein Get-Together, sehr, sehr zwanglos. Ursprünglich immer parallel zu Hanseboot und ursprünglich mal Boatfit. Genau. In Zukunft wird es davon losgelöst weitergehen. Das nächste Mal einfach so am 10. März hier in Hamburg. Ja, vielleicht auch eine Gelegenheit für ein kleines Hörertreffen. mal gucken. Ja. Und wenn ich dann noch hier liege und danach sieht es im Moment aus, könnte man danach noch auf den Absacker hier an Bord vorbeikommen. Vielleicht nicht mit 100 Leuten. Ich wollte sagen, aber ich kann mich schon mal im Vorschiff einquartieren, ja. Du bist herzlich eingeladen, wieder hier zu übernachten. In dem kleinen Vorschiff. Ja, dann danke ich nicht nur Basti, sondern danke ich auch der werten Zuhörerschaft fürs Zuhören. Ich freue mich auf Besuch, oder wir freuen uns auf Besuch in Düsseldorf auf der Boot. Wir freuen uns auf Besuch beim Ostsee-Stammtisch. Überhaupt freuen wir uns immer über Besuch oder über Nachrichten, Kommentare, Facebook-Likes und all sowas. Gerne auch über Bewertungen dieses Podcasts bei iTunes. Die haben da nämlich ein bisschen was geändert und haben da jetzt wie alle anderen Internetplattformen auch angefangen, Dinge nach der Menge an Likes weiter oben oder weiter unten zu zeigen. Also wäre ich euch sehr, sehr dankbar, wenn da vielleicht der ein oder andere nochmal ein Sternchen hinterlassen würde oder am liebsten sogar 5, weil alles weniger als 5 betrachten die nicht als wirklich gut. Aber dabei soll es dann auch bleiben. Kontaktinfos, alles sowas und auch die angesprochenen anderen Folgen und kleine Shownotes zu dieser Episode gibt es wie immer unter www.segelradio.de und da gibt es auch die E-Mail-Adresse und alles weitere. Und damit sage ich Tschüss. Tschüss.